wird witzig. Uns erwartet nämlich gleich ein Boss. Nanu? Klappersoldaten. Interessant. Rubinsplitter. Bleib hier! Ja, das funktioniert gegen die Biester immer noch gut. Das ist schön. So. Bleib hier. Hat schon wieder mich im Fokus, dieser Saftsack. Oh oh. Verdammt! Ist aber auch immer noch am schwersten umzusetzen, finde ich. Dann nimm das, geh drauf! Ach ja, Reif. Besser als nicht. Und nu? Ach so. Ich weiß gar nicht, ob man das alles skippen kann. Ich glaube nicht. Ein Äther. Zipper. Wie schön. Die schwache Version von denen. Ja. Den Heatsplitter brauche ich hier mittlerweile auch nicht mehr. Das ist ausgerechnet ein Pyropor-Zipper. Ja, ist richtig. Splitter. Auch nicht so sexy. Flammenwall. Hm. Wäre ich jetzt hier mit Items aus den Welten zugeschmissen oder was? Ich meine, ist ja letzten Endes hier irgendwo eine nette Sache irgendwie. Vor allem hat es, wie ich finde, ja irgendwo Stil, sowas zu tun. Ah! Ja, natürlich, Dona braucht auch noch mehr AP. Seine jetzigen reichen ja noch nicht. Genauso wie ich Geld habe. High Potion. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeder Bob droppt hier High Potions. Wenigstens kann ich hier nirgends runterfallen. Hier ist auch die Truhe. Mag auch sein, dass ich irgendwie leicht overpowered bin. Kann das? Tatsächlich, mit Tobsucht habe ich immer noch Probleme, das durchzusetzen. So, drei Schläge. Komm her, komm her. Zack, sag ich. Ein Gag! So. Meine Truhe. Inferno-Wall. Also ich habe immer das Gefühl, ich werde mit den Items aus der jeweiligen Welt zugeschleudert.
natürlich, ich nehme das Haupttor, kein Ding. Also ja, wenn ich das jetzt mit allen Welten machen soll, also wenn da jetzt alle Welten nochmal kommen, dann kann es ein bisschen dauern. Hier irgendwas Interessantes gedroppt noch? Ihr habt Items gedroppt, Potions. Ich meine, später habe ich mich ja hier im Dschungel einfach aus den Kämpfen rausgehalten irgendwo. Hättet ihr beiden mal die Güte, die Gegner nicht immer aus meiner Reichweite zu schlagen, wäre ich euch sehr verbunden. Bleib hier, du kleiner Domasi. So. Ihr droppt auch Hartsplitter. Interessant. Deswegen habe ich die nie bekommen, wirklich. Weil das zu dem Zeitpunkt einfach ziemlich schwierig war, an solche Gegner ranzukommen, beziehungsweise, dass die mal Items fallen lassen. Jetzt reicht's. Ich krieg das Timing dafür echt nicht hin. Ach, Hartsplitter. Nochmal Hartsplitter. Nochmal Hartsplitter. Einfach geil. Reißzahn. Es gibt, okay, es gibt echt die Items, die man hier immer bekommen hat. Das merke ich jetzt, wo ich den Reißzahn bekommen habe. Den gab es nämlich echt hier nur bei Tarzan. Gib mir mal eine Sekunde, ich muss mal was trinken. Hm. Schon viel besser. Wird mal Zeit, dass wir die ganzen Hütten und alles benutzen. Brauchen wir jetzt hier nach alles gar nicht mehr. Was habt ihr nochmal fallen gelassen? So auch in dem Moment, wo es noch verdammt selten war, wenn die mal, dass sie mal was gedroppt haben. Komm her, du Asi. Du lädst hier kein Genki-Dama. Ach, ihr. So. Wie schön, mein Schild verhindert, dass die angreifen können. Da ist noch einer. So, kurzen Prozess. Maximum AP. Ich brauche auch noch mehr davon. Irgendwann kriege ich das nochmal voll hin. So, wo ist die Truhe? Irgendwo muss ja die Truhe sein. Irgendwo muss es ja sein. Wobei mir auffällt, ob ich es überhaupt haben will. Ich meine, warum sollte ich das jetzt noch holen? Warum sollte ich es besitzen wollen? Wenn es doch eh etwas ist, was ich bereits habe, eventuell. Höchstwahrscheinlich. Ja, ist mir egal. So. Und weiter. Snickers und weiter geht's. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Vivi, du hattest recht. Kloppen, 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 kloppen. Ah, kloppen! Die schlimmste Form des Kloppen.
Ist der nicht Stein? Ich merke schon, ab dem Punkt, wo man wenigstens die Chance hat, dass mal Items droppen, dann kommen auch mal die vernünftigen Sachen. Alter. Ach, die Biester, die Donnerquarz droppen. Sollte mal aus dem Strudel raus. Ich weiß noch die Zeit, wo die Gegner tatsächlich schwer waren. Ich glaube, da hat doch irgendwer was fallen lassen. Da! Das ist ein Nietstein. Und da ist die Truhe. Nein, da ist die Truhe. Sora, hör auf abzuspacken! Diese Powerflossen-Scheiße. So. Abilitamin. Das ist ja geil. Kriegt jetzt alles so rein in den Arsch, Arsch geschoben. So. Achso, ich soll hier gar nicht runter. Gag! Gag! Oh Gott, diese Powerflosse ist eben so glitchy. So, dann fehlen ja nicht mehr viele. Wir haben jetzt Atlantica. Monstro wurde offenbar übersprungen. Das heißt, jetzt fehlt noch Halloween Town und Nimmerland und dann Hollow Bastion. Wenn ich jetzt... Ah, hier. Halloween Town. Gerade noch von mir erwähnt. Meine Lieblingswelt. Wo ich trotzdem irgendwie stundenlang hing. Habt ihr, ihr habt doch Achatsteine getroffen, war das nicht? Es ist schlimm, wenn ich schon wieder anfange, auf jeden Fall habe ich die Truhe gefunden. Das ist noch so ein Geist. Zack. Du schlägst hier niemand. So. Wenn mir jetzt gerade einfällt, wo ich mal so im Stillen vor mich hingedacht habe, soll ja auch mal passieren, dass ich das tue. Ist mir eingefallen, dass ich ja jetzt Abilitamin vorhin bekommen habe. Und ich überlegt habe, wofür ich das verwenden könnte. Bis mir dann eingefallen ist, Moment mal, du hast doch Reflektor rausgenommen. Jetzt wiederum überlege ich mir, warum hast du jetzt nochmal daran gedacht? Ich bin ein merkwürdiges Individuum. Heiligenring? Und jetzt kann ich hier... Boah, drei? Charmeur... Achso, hatte ich, nehme lieber Charmeur rein. Die Faulheit gewinnt. Heiligenreif, heilig, heilig. Wo ist denn der Scheiß? Da, Heiligenring. Feuer, bla. Noch mehr AP, ja, ich brauche das auch. Aber senkt meine HP um so viel. Fliegen. Jetzt wird nur noch Nimmerland und Hollow Bastion. Aber ich bin wahrscheinlich jetzt auch schon wieder über eine Stunde am Auto. Ne, knapp. Ich werde heute doch nicht hiermit fertig. Alter, das Ende der Welt dauert doch länger, als ich dachte. Ach, da hinten, ich sehe schon das Höllenfeuer auf mich warten. Hollow Bastion gibt's also gar nicht. Wunderschön. Kann hier nicht fliegen? Wie unoriginalgetreu ist das denn? Ist der überhaupt nicht mal originalgetreu? Die Fässer, die muss es ja auch noch geben, ne? Komm her! Ich muss in die Räume? Ne, wie süß. Das ist auf jeden Fall die Truhe. Finde ich gut. Zierat-Kralle? Was ist das denn?
Auch schon zweimal. Alles, was ich habe, habe ich zweimal. Wow! Ein Raum mit dem Fass und zwei Piraten. Ich bin erstürmt von Angst. Moment mal. Doppeltes Höllenfeuer. Dieses hier ist grün. Ah! Oh, achso. Ein Final-Elixier. Und ein Speicherpunkt. Das ist sehr verstörend. So. Dann gehen wir halt jetzt zum Höllenfeuer. Ich meine, ob wir nur jetzt zum Höllenfeuer gehen oder später. Ich meine, es brennt so schön. Und ich weiß genau, was jetzt kommt. Oder auch nicht. Denn irgendwie kann ich mich an diesen Raum hier gar nicht erinnern. So, jetzt komm mal her, du Assi. Du mit deinem dummen Energiekugel-Gespamme, da gehst du mir auf den Keks. Du machst garantiert nicht deinen dummen, ich steck mich selber in den Boden-Move. Da bist du. So. Ich erinnere mich an diesen Raum mal gar nicht. Aber doch, es gibt eine Erinnerung in meinem Kopf. Wow. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar. Die, was? Ja, egal. Welt, die euch Dunkelheit. Welt, wo ihr euer Schwester unterschieden solltet. Kingdom Hearts. Könnt ihr pausieren, wenn es euch interessiert. Auf sie! Donut hat ihn eingefroren. Überall hier diese dunklen Portale. Vielleicht ist er nicht dran vorbei. Wieder zurück. Ich kann wieder zurück. Sag mal, gehört das hier alles so abgefuckt oder gehe ich jetzt gerade irgendeinen Weg, den ich nicht gehen soll? Ich meine, hier war ich doch jetzt schon. Cool, ein Loch. Stimmt, da bin ich eben gerade vorbeigelaufen. Oh, jetzt geht's ab. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Tschernabok. Im Grunde einer der größten, aber auch irgendwo, naja. Er ist der einzige Bösewicht, der es gebracht hat, den Disney-Film Nippel zu zeigen. Sagen wir es mal so, Tschernabok ist bekannt aus dem Film Phantasia. Solltet ihr davon keine Ahnung haben, dann willkommen im Club. Ich leider auch nicht. Ich habe leider auch nie Phantasia geguckt.
Dabei ist das ein, dabei empfinden das, empfinde ich das persönlich als Wissenslücke, weil Phantasia, ich habe nur die Szene gesehen, wo, wo er halt drin vorkommt. Er mit seinen Harpien-Titten. Ja, er lässt da Harpien durch die Gegend fliegen und die haben Nippel und sind nackt und, ja. Porno für Kinder, sagen wir es so. Ja. Er macht zwar in der Regel nichts, aber wenn er was macht, dann killt er dich. Genau so war der Kerl. Jetzt habe ich diesen Sack auch wieder im Gesicht, vor den Augen.